Mal Kann ich jetzt gucken. gerade nicht so sagen, weil ich gerade im Ladebildschirm bin. Ja, ich werde es auch erst sehen, wenn ich im Weitere Spiel bin. Abenteuer. Ihr macht mich Bilbo fertig. bräuchte. Wieso denn? Wieso machen wir dich denn fertig, Daddel? Wir sind doch alle ganz lieb. Ich sowieso, du ja nicht so, aber ich habe gar nichts gemacht. Computer sagt nein. Ich bin eine Biene. Das geht übrigens den ganzen Abend so, ne? Also fast. Ich übertreibe nicht. Charlie Waffles. Alter, nicht Charlie Waffles. Charlie Waffles. Charlie Waffles. Übrigens, ihr habt einen neuen Fan. Okay. Echt? Mottola mag euch voll. Echt? Ja, ohne Scheiß. Wieso? Keine Ahnung, er hat schon gesagt, ey, wenn du das jetzt mal da bist, frag mal, ob ich auch mal für ein paar Tage mitkommen kann. Ich will auch mal raus. Ja, ich kann mal anfragen. Wir bringen auch Detmold dann mit drei Kisten oder vier oder fünf oder sechs. Okay, es geht auch auf der Seite. Ich verdecke nur den Chat, aber das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich brauche also nichts umändern. Geil! Yippee-yay-yay! Ich bin eine Biene! Ich dachte, du heißt Marvin. Ich heiße Marvin. Marv. Marf, 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 Marf. Also hast du das eigentlich jetzt gemacht oder hast du es noch nicht gemacht? Nee, nee. Ah. Ja, hatte ich jetzt. Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Verzweifle nicht, Mutti. Mutti. Ich bin eine Biene. Ich müsste ja theoretisch erstmal ablehnen, weil du mich ja klopfen wolltest. Ich würde dich aber nicht klopfen, wenn du weißt, dass ich dich klopfen will. Hey, das hast du auch vorhin gesagt. Ja, aber ich will das, ne? Da war ich sogar noch da und da hast du gesagt, prügeln. Warte mal, ich muss einmal kurz gucken, ob du zu leise, zu laut, zu dunkel, zu hell bist. Zu dunkel. Ich glaube, du bist so für mich zu dunkel. What? Echt? Ja, ich glaube. Warum? Weil ich für meine Fantasy meine eigene Lautsprecher lauter gestellt habe. Ach so. Ja. Weil sonst höre ich das Digga. Ingame nicht. Aber wenn ich das Ingame hochdrehe, ist es für alle anderen zu laut. Verstehst Digga, du? hä, was meinen Sie denn jetzt? Ja, ich anders dort. Ach du Runde Nonne. Ja gut, wir haben hier einiges zu tun. Ja, wir müssen ja auch jeden Scheiß annehmen. Ja, müssen wir. Ja, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, wir könnten schon längst. Egal. Mann, ist das Wir schön könnten hier. schon längst fertig sein, wenn du endlich mal ein Pferd hättest. Irgendwie die Sonne so ganz auf den Pfannen. Kaya tut sich gut aus. Steht ihm. Ja, das macht ihn noch Ja, so ein bisschen danke. weiblicher. Was? Was? Oh, ups, habe ich das Was? gerade laut gesagt? Ja, Mensch, das tut mir aber leid. Das war jetzt nicht so gemeint. Das war einfach nur ein Ausrutscher. Ach Scheiße, ich kämpfe ja. Ich muss in meinen Helm. Nee, nicht schreien, Helm. Nicht Da, schreien. so. Ja, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh, Kacke. Komm wieder. Ja, war ich gerade. Ich hab schon wieder Flatulenzen. Ei. Das hat jetzt keinen interessiert, aber. Ja, Ich aber da dachte, muss ich man erwähne langsam. das mal. Einmal mit Profis. Erstmal morgen ein bisschen Reis oder Kartoffeln, dass er mal so ein bisschen bindet. Nee, das wird ja noch schlimmer. Der Gestank wird dadurch nicht besser. Nein. Oh. Das meine ich auch gar nicht. Huch. Wir müssen noch kämpfen, ne? Ja, und? Ja. Mach du Also, mal. Leute, Wozu habe ich denn dich? Wozu habe ich denn ja, Sklaven? aber. Wozu habe ich dich in die Welt gesetzt, mein Sohn? Ja, genau, so ne Mann. Es ist sie da reingegangen. Warte doch mal auf. Warum durch? Du kannst mir doch einfach folgen. Ja, tu ich ja, Ey, aber das sind deine trotzdem, Verwandten. Die haben genauso ein Gesicht wie du.
Ey. Nee, die sehen genauso aus wie du. Ja, du hast recht. Ja, siehst du, sag ich doch. Die machen auch so ein... Kann ich ja nicht mal von der Hand weisen. Dieser Stream richtet sich an Zuschauer, die das Schlimmste im Leben bereits hinter sich haben und für das hier abgehärtet sind. Hat er nicht Unrecht? Nee, wirklich nicht. Muss man das mal einfach so sagen, ne? Also. Da muss ich Daniel echt voll und ganz recht geben. Das ist echt schlimm hier. Komischerweise sinkt das Niveau immer, wenn ich dabei bin. Wir können doch auch mal niveauvoller spielen, ey, oder? Captain Niveau, wir sinken. Captain Niveau, wir sinken, genau. Och, ich liebe es, wenn das Niveau sinkt. Das ist so geil. Ah, ich wollte ihn angreifen, das ist ein anderer Spieler. Mach doch sowas nicht, wenn ich trinke! Alter! Wir müssen immer noch hier buddeln im Dreck, ne? Ja! Ich meine ja nur. Ja! So, und kümmere dich mal um andere Sachen. Ey, sag mal, hörst du mal auf mich hier anzu? Tu mal was für deine Gage. Ich tu! Du solltest dir, sag ich, eher fragen müssen, was für eine Gage. Du kriegst hab ich doch auch im Nachhinein. Im Nachhinein. Du kriegst nämlich keine Gage. Will ich auch nicht. Ich mach das hier aus Just for Fun. Du war das jetzt nicht gemeint. So. Da habe ich es nicht ganz verstanden. Das ist so. Ist vielleicht auch besser so. Ja, ich weiß, hast du nicht erwartet, ne? Nee, nicht wirklich. Bis bei dir was fällt wie so ein Groschen. Bis dahin. Das ist doch ewig. Ja. Werkstatt der Wachmeister. Nee, der Wachtmeister. Doch. Ich kann dir was machen. Achso, ich kann dir gar nichts machen. Achso. Ja, warte mal, verteidige mich mal. Ja, mach ich. Bitte, aber auch sinnvoll. Ja. Dann mach ich es halt sinnvoll. Achso, das geht während des Kampfes nicht. Ich mach schon. Dann mach schneller. Ich klatsche gleich eine. Hör auf die Mutti. Ja, was ist so? Ah, okay. Jetzt fertige ich auch mal. Hör auf die Mutti. Hör, was sie sagt. Hör auf die Mutti. Hör. Hör. Hör auf die Mutti. Was machst du denn da jetzt? Ja, was hast du denn da jetzt gemacht? Ich schmiede Waffen. Ey, du machst doch gar nichts. Du stehst da nur rum. Ah, jetzt? Ja. Jetzt. Ich schmiede Waffen. Du schleifst da irgend so einen Holzstab rum. Ich schmiede Waffen. Ja, siehst du mal. Aidarilia, Mutter von Kaya. So, ey. Vom Kaya-Schwein. Weil das ist Kajak? Ja, aber ich hab's mal ein bisschen umgewandelt. Ey, hör auf, deine Mutti zu schlagen. Ah, das war aus Versehen. Ich wollte eigentlich die Kiste schlagen, genau. Ach, komm. Ja, aber so. Du stehst daneben. Ich konnte die nicht anklicken. Was kann ich denn noch machen? Ich kann das hier noch machen. Also ich wäre dir schon dankbar, wenn du noch mal fertig bist. Oh. Da ist er einfach umgefallen. Umgefallen. Und wenn ein Tor fällt, ja, dann stellen wir es wieder auf. Hier kann ich auch noch was machen. Dafür brauche ich aber jetzt die Förster-Axt. Du machst das schon. Ja. Scheiße, sie hat eine Axt. Nee, komm, jetzt weg. Jetzt hast du eine Axt. Jetzt hast du eine Axt. Jetzt wird's gefährlich. Ich nehme mal so ein bisschen Abstand. Weil wenn du dir selber einen Arm abhackst, ist es deine Sache. Aber wenn du mich verletzt, ist es nicht lustig. Doch, irgendwie schon. Nee, du findest das toll, ne? Ja, natürlich. Ja, ich merke das schon. Ich tue dir gerne weh. Ja, ja. Ich pief erstmal ein. Ich quatsch erstmal inne. Das ist geil.
Alter, wie du auf das Ding da einhackst, Alter. Du musst echt, echt verankerte Aggression haben. Ich rauch lieber eine. Wenn ich mit dir hier durch die Weltgeschichte eiere, kann ich ja nur Aggression haben. Ich kann mich auch wieder ausloggen. Das ist kein Problem. Das darfst du erst am Ende des Streams. Ganz schnell dir macht. Ach ja. Oh, jetzt guckt sie mir auch noch mit ihrer Axt. Nee, geh weg. Jetzt guckt sie mir. Hä, wir kämpfen ja gerade nicht, ne? Hut aufsetzen. Was denn wir kämpfen gerade nicht. Ja, ich wurde jetzt quasi gezwungen. Hau ab, Alter, ich schreie dich an. Was sagt die schreie dich an? Das Viech hat jetzt auch so viel Angst vor dir. Oh Mist, ja, ich wollte dir gerade helfen. Ja, aber selbstverständlich. Ja, natürlich wollte ich dir gerade helfen. Ja, hey, wir müssen hier raus. Der Helm drückt schon wieder. Hol leise, Sohnemann. Hol leise. Ich hab grad kurz meinen Hut aufsetzen. Die Entspannung. Worauf die Mutti? Ja, ich höre ja. Wie ist eine Biene? Ich bin eine Biene. Nee, ich kann dir gar nicht. Ich bin eine Biene. Wir müssen ja hier kämpfen. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Ja, ich hab's verstanden. Wir heißen Marvin. So wir. Weil ich das sage. Du meinst, dann hat das auch Hand und Fuß, oder wie? Ja. Weil natürlich. Du das sagst. Ja, natürlich. Was sagtest du denn? So. Ja. Nee, passt. Ja, ne? Ist schon okay. Und, ey, was ist mit hier der ist noch etwas, was ich gebrauchen kann. Da ist noch etwas, was ich gebrauchen kann. Mein Inventar wird wahrscheinlich bald voll sein. Jo, man ist auch schon fast wieder voll. Oh, das ist ja viel schlechter. Hier ist so vieles, was ich gebrauchen könnte, aber... Ich habe hier noch so ein komisches blaues Paket. Guck auch, du musst auf jeden Fall mal in deine Warteliste für Beute reingucken. Ja, guck ich gerade. Da findest du nämlich ganz viel, was du mitnehmen kannst. Oh, ja. Ja, damit wir deine Hassquest ganz schnell beenden können. Ja, aber woher weiß ich, ob ich das brauche? Weil ich habe jetzt hier nur so 5 angepinnt da. Das sind ja die wichtigsten. Du gehst in deinen Beutel für Dingens und dann steht unten dann, wie viel du brauchst. Du musst halt jedes einzelne einmal mit dem Mauszeiger nur rüberfahren. Nicht anklicken, nur rüberfahren. Ach ja, und dann liegst du's. Okay, da brauche ich ja wirklich was von. Dann nehmen wir das mal. Nee, ehrlich jetzt? Okay, mach ich gleich draußen. Lass uns jetzt hier erstmal aus der Höhle raus, weil... Du weißt aber, dass die Beute nach einer gewissen Zeit verschwindet? Ja, aber bis zur Höhle wird es wohl noch warten, bis wir dann durch sind. Du weißt aber, dass sie nach einer gewissen Zeit verschwinden? Jaha, ich weiß. Ja, meine nur. Sag es nicht. Du wolltest es gerade wieder sagen. Du weißt schon, dass es eine Halle ist. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja. Ich heiße Marvin. Hey, du blöder Geist. Hier. Toll. Was denn? Umsonst gebufft. Apropos Buff, ich könnte mal was fressen. Mahlzeit genießen. Naja, gut, ob das jetzt genießen war mit so komischen Haferkeks, naja. Hör auf die Mutti. Greif den doch an. Du
stimmt ja schon. Nee, sag mal, du doch nicht. So. Mein komischer Typ hier. Den brauchen wir nicht mehr. Ich mag diese Gräber nicht. Ich auch nicht. Aber wenigstens gibt es hier keine Spinnen drin. Ja, toll. Die gibt es zwar nicht. Immer so wie der Archie bei euch in der Wanne. Der Archie, ja. Der war eklig, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Alter, wie ich gebetet habe, dass er nicht bewegt. Der Archie, ja. So. Ich heiße Archie. Nein, bitte nicht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier alles drin haben. Nehmen wir. Ich kann hier leider gerade nicht raus. Quietschen. Müssen wir einfach gleich mal draußen gucken, ob wir hier dran alles haben. Junge, greif die doch einfach mal an. Wer ist einfach mal dran? Oh, ein neuer Charakter, ey, der ist defekt. Der ist defekt. Ja. Warte, wir hatten irgendwas mit gerade anzeigen. Nicht Spray. Nördliche Hügelgräberhöhen. Hügelgrab von Ringdoki. Wir sind ja noch nicht fertig. Muss ich aber einmal gucken. Ja, guck mal. Okay, es geht hier auf jeden Fall nur um diese komischen Texte. Kann sein, dass wir schon von den Texten alle haben hier in dem Grab. Wir gucken jetzt nochmal die Gänge ab, die wir. Also ich habe jetzt hier. Wie heißt die Quest? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Müsste ich nochmal reingucken. Okay. Wir sind im Hügelgrab aber, ne? Ich glaube. Ja. Wir müssen in 3 Hügelgräber. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier jetzt. Warte. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier jetzt schon fertig sind. Dass wir in jedem der 3 Hügelgräber nur 2 Texte finden müssen. Ja, weil hier steht jetzt Bruchstücke sammeln. Bringt die Hügelgrab-Bruchstücke zum Roderick. Es geht nicht um die Bruchstücke, es geht um die uralten Texte. Ja, muss doch mal gucken, wie die Quest heißt, bitte. Uralte Texte sammeln. Oh, da muss ich mal kurz in das Buch gucken. Das Breland. Mister. Ach da, uralte Texte sammeln. Hallo? Oh Gott, da habe ich erst 1 von 6. Ich habe 2 von 6. Da hat aber mal wieder nicht aufgepasst. Halt, nee, das ist hier nicht angepinnt, weil du es nicht gesagt hast. Doch, wir waren noch vom letzten Mal angepinnt. Nee, was? Nein! Doch! Ich habe jetzt hier angepinnt. Ich habe Synonyme für Schaum. Nachforschung im alten Wald. Ich habe nichts Neues angepinnt. Ich habe nichts Neues angepinnt. Ja, was kann ich denn nur mal rauspinnen, um das anzupinnen? Du brauchst das nicht einpinnen. Reicht doch, wenn ich das habe. Du musst nur, wenn das nächste Mal so ein Altar kommt, der leuchtet, nur kurz einmal rüber. Ja, einen Text habe ich ja. Ja, den anderen hast du dann wohl nicht mitgekriegt, während ich da im Gange war. Tja, das kann natürlich sein. Oh, hier ist sowieso jemand, den wir brauchen. Bin ich hier? Den Orangenen. Den brauchen wir auch. Also gut, dass wir hier nochmal lang gegangen sind. Jo, neue Tat. Scharfrichter des... Huch.
Hier ist dann gleich wieder eine uralte Säule. Ja, ich habe gesehen. Soll ich dir mal was sagen? Hm. Du bist eine Biene. Ich bin eine Biene. So, ich hole ja mal noch in meinen Questblock. Ich habe 3 von 6. Das sagst du immer noch. Also, ach ja, stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Nein! Blasphemie! Warte mal ganz kurz. Warte ganz kurz, bitte. Sag mal, mehr als stehen bleiben kann ich nicht. Ja, du warst doch nicht. Warte, ich muss dir mal ganz kurz was bei WhatsApp schicken. Wo bist du denn da? A few moments later. Oh Mensch, schon wieder Sonntag. Immer wieder Sonntag. Kommt dir in. A few moments later. Danke, Daddel. Nein. What's a Schnitzel? Ich wollte es eigentlich extra nicht sagen. Doch. Nee, ich wollte es extra nicht sagen. Doch, sag doch, klar. Doch. Doch klar. Deswegen habe ich es dir geschickt. Oh, hier ist eine Vase von irgendwas. Ignoriere es. Habe ich. Mein Herr. Boah. Förmlich. Was ist los? Ja, ich mache mir Sorgen. Jetzt stimmt irgendwas nicht. Könnten Was ist los? Könnten Sie mir bitte helfen, die Monster zu erledigen? Ja, ich bin noch dabei. Folgen Sie mir bitte, junger Herr. Nee, es wird irgendwie ein bisschen unheimlich. Ignorieren Sie den Gegner bitte einfach. Ja, Mama, warte auf mich, aber. Mutti. Wenn ich warte, dann, gibt's hier ein bisschen Gerangel. Dann wird der Gang hier ein bisschen eng. Wo ist der Ausgang? Was? Wo bist du denn hin? Ist doch gar nichts. Du musst einfach geradeaus weitergehen. Ah! Oh! Wegen eurer Biene habt ihr gleich mal 50% Malus auf alles. Mal so eben da. Einmal kurz ab dem Watz. Bist du soweit? Moment. Oh. Oh. Mann. Kann ich ihn zurückschreiben? Doch. Was? Muss ich dir jetzt ernsthaft zurückschreiben? Nein, darf ich eben. Nein! Bei Monique was zurückschreiben. Doch, ist er, mach ich aber. Sag mal. Kann man jetzt das Handy mal 5 Minuten weglegen? Tue ich jetzt. Sie geht jetzt eh ins Bett, von daher. Ey, immer dieser Handyprolz. So, jetzt. Genau. So was warte ich nicht. Nee, Diesen Fisch esse ich nicht. Ich esse sowieso keinen Fisch. This fish don't I eat. Ich esse sowieso keinen Fisch. Ja. Doch. Huch, wo bin ich denn jetzt hier? Bin eine Biene. Bist du schon wieder? Bin in einem Grab. Ach, bist du denn in meinem Grab? Oh ne, nicht wieder diese Kacke hier. Nicht wieder diese kriechende Scheiße. Das hier ist aber nicht das große Ding. Ich weiß. Die sind Gott sei Dank nicht auf dem Level, ey. Also. Das lag nicht an dem Level. Es lag daran, dass es eine Instanz war. Ja. Instanzen sind schwieriger als normale Gegner. Also man hätte mit mehreren machen müssen. Wir sind schon zu mir. Wir haben. Jetzt hast du Angst, ne? Jetzt verpisst du dich. Ja, wenn ich eine Spinne in Nahaufnahme sehe. Hallo, ich hatte die Spinne bei euch in der Wanne.
Ja, ist mir doch egal. Ich saß daneben. Geschafft, haben auf jeden Fall schon vier Erfolge. Vielen lieben Dank, Daddel. Und schön, dass du da warst. Gute ja, Nacht. Und dir eine gute Nacht und einen schönen Wochenstart. Oh, Säule. Idee. Nachdem wir die Spinne getötet haben. Oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Was ist das? Ey, sag mal, hör auf damit. Drei von sechs. Ah, nee. Spackt bei dir manchmal auch irgendwie die Kamera, wenn du was anklickst? Nein. Ja, bei mir auch nicht. Ja, das ist gut. Ja, ne? Finde ich auch. Ich bin eine Biene. Was ist das? Nicht gedrückt und... Ah, nee. Ja, nee. Oh, nee. Warum habe ich eigentlich... Hey. Jo. Das Pate, vielen lieben Dank für deinen Raid. Und herzlich willkommen hier an alle. Hallo. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. So. Huch. Schieß doch. Ja, mein Charakter will auch gar nicht mehr angreifen. Ja, ich hatte hier. Ey, ich mal Final Fantasy Netz. Jetzt leider nicht mehr Final Fantasy. Final Fantasy hatten wir bis eben. Wir sind jetzt bei Herr der Ringe online. Aber Final Fantasy 14 hatten wir bis eben gespielt. Zumindest ich. Aber herzlich willkommen auf jeden Fall. Und ich hoffe, es geht allen gut. Also, ich muss kurz was fressen. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream eben. Was habt ihr denn eben geguckt, gespielt? Red Dead Redemption. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich habe leider den ersten nur sehr, sehr kurz gespielt. Aber das, was ich gespielt habe, war sehr cool. War es der erste oder der zweite, den ihr gespielt hattet? Oder den es da im Stream gab? Eins. Eins ist gut. Ja, klar. Das ist aber schon lange her. Auf der PS3? Ich glaube, auf der 3 war es. Ich glaube, das war ein Spiel, was ich entweder... Rutsches abgelurkst habe oder was ich von einem seiner Arbeitskollegen geschenkt gekriegt hatte. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Oder für günstig Geld war das, glaube ich. Bei Kojoten umballern. Rutsches, ich dachte, du bist im Bett. Mensch. Rutsches. Du sollst doch schlafen. Und du musst doch morgen früh raus. Aber an alle, was wir jetzt hier erstmal so machen, wir sind hier gerade dabei, ein bisschen die Hügelgräber uns unsicher zu machen. Wir müssen ein paar Untote besiegen und ein paar Spinnen zu meinem Leidwesen. Denn ich mit meiner Spinnenphobie bin hier gerade nicht besonders glücklich. Ich hab auch keinen Plan, was wir hier machen. Doch, wir müssen Sachen suchen. Spinnen sind knuffig. Oh, echt? Nee. Also, bei Spinnen... bin ich so ein bisschen... Ich habe echt eine Heidenangst vor Spinnen. Das Bett kann nur aus dem hier und der daraus fliegen. Meinst du? Aber nicht, dass du morgen übermüdet auf der Arbeit sitzt. Das muss hier nicht sein. Das wäre auch nicht gut. Oder Frutze schläft einfach auf der Arbeit. Quark.
Ja, also wie gesagt, Spinnen sind überhaupt nicht so meins. Und das sind niemals Satisfaction spielen. Da gibt es viele kleine und viele zwei. Oh Gott. Toll. Und ich hatte tatsächlich das vor, irgendwann mal zu spielen. Ich hatte es echt auf meiner Wunschliste. Jetzt habe ich einen Grund, warum ich es nicht mehr spiele. Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Ich dachte immer so, ja, geil, ne? Sieht richtig cool aus. Ach, da ist ein kleiner Mini-schwerer Gegner. Es gibt einen Arachnophobia-Modus. Das klingt ja schon mal gut. Am schlimmsten fand ich tatsächlich bisher die Spinnen in Skyrim. Da aber eigentlich nur, weil sie von der Decke fallen und dann ja direkt auf dir drauf landen. Und in Herr der Ringe Krieg im Norden, wo es so einen riesigen, fetten Spinnenboss gibt. Da hatte ich auch Probleme mit. Da werden Spinnen in 2D-Katzenbilder umgewandelt. Okay, das ist cool. Das ist cool. Das beruhigt mich ja wieder. 2D-Katzenbilder gibt es auch bei Skyrim. Naja. wenn du die Khajiits oder wie die da heißen, als Mod da reinmachst, dann bestimmt.